Our first topic of this weekend will be about the modern state of Israel in Bible prophecy. Und das erste Thema für dieses Wochenende soll ja sein der moderne Staat Israel in der Prophetie, in der biblischen Prophetie. We shall see in the study the five different perspectives on the question about Israel and prophecy. Und wir können sehen, dass es eben fünf verschiedene Meinungen gibt, wie der moderne Staat Israel in die biblische Prophetie einzuordnen ist. In the introductory section we'll deal with three of these perspectives. Und in der Einleitung beschäftigen wir uns mit drei dieser Sichtweisen. Later on we'll deal with the fourth and finally the fifth perspective about Israel's view in prophecy. Und dann werden wir uns später noch mit der vierten und dann zum Schluss auch mit der fünften Sicht über Israel oder der modernen Stadt Israel in der Prophetie beschäftigen. Now the first perspective we'll deal with in the introduction is the theology of replacement theology. Und den ersten Punkt, den wir hier in der Einleitung behandeln wollen, ist diese Sichtweise, die von der Ersatztheologie vertreten wird. This view came very early in the early days of the second century. Und diese Sichtweise hat sich sehr früh etabliert in den frühen in der frühen Zeit des zweiten Jahrhunderts. And the basic teaching is that when Israel rejected the Messiah rejected Israel. Und im Wesentlichen sagt es aus, als Israel den Messias abgelehnt hat, hat der Messias auch im Gegenschluss Israel verworfen. And now the church has replaced Israel as the people of God. Und damit hat dann die Gemeinde, die Kirche Israel als das Volk Gottes abgelöst. And there really is no prophecy about any future restoration of Israel. Und es gibt keinerlei zukünftige Prophetie, die noch erfüllt werden muss, was die Wiederherstellung Israels betrifft, nach dieser Sichtweise. It is true that the modern state of Israel has been formed. Und es stimmt zwar, sagen diese Leute, dass der moderne Staat Israel gegründet wurde. But this is only an accident of history and does not fulfill any prophecy. Aber das ist nur ein historischer Zufall sozusagen und erfüllt keinerlei biblische Prophetie. And therefore we should not assume that the modern state of Israel has any sense of fulfillment of Bible prophecy. Und deswegen wird von dieser Sichtweise vertreten, dass der moderne Staat Israel keinerlei Erfüllung einer biblischen Prophetie darstellt. So God's future only is exposed to Israel, which today is the church of God. Also die Zukunft ist nur das sogenannte geistliche Israel, das ist die Gemeinde Gottes, nach dieser Sichtweise. The second perspective sharply disagrees with the first one. Und die zweite Sichtweise widerspricht der ersten sehr stark. And they teach that there will be a final restoration, but the present state of Israel is not the final restoration. Und nach dieser Sichtweise wird gesagt, es gibt eine zukünftige Erfüllung, eine Wiederherstellung Israels, aber der derzeitige Staat Israel hat damit nichts zu tun. There will ultimately be a final restoration, but there's no sense of restoration with the modern Jewish state. Und also es wird eine Wiederherstellung geben, aber diese Wiederherstellung stellt sich nicht dar in dem gegenwärtigen Staat Israel. We'll look at three passages that were the passages which people used to teach the second perspective. Und wir schauen uns drei Bibelstellen an, drei Abschnitte, die herangezogen werden, um diese zweite Sichtweise zu belegen. So let's look at the book of Deuteronomy chapter 30. Schauen wir uns das fünfte Buch Mose, Kapitel 30 zuerst an, 5. Mose 30. And we'll read verses 1 through 5. 5. Mose 30 und wir lesen die Verse 1 bis 5. 5. Mose 30, 1 bis 5. Und es wird geschehen, wenn all diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, den ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all die Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat. Und du umkehrst zum Herrn, dein Gott, und seinen Stimmen gehorchst nach allem, was ich dir heute befehle. Du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels waren,
Selbst von dort wird der Herr, dein Gott, dich sammeln und von dort wird er dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter im Besitz genommen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher werden lassen als deine Väter. Now these verses clearly show that there will be a final restoration of Israel. Und diese Verse belegen ja ganz eindeutig, dass es eine zukünftige oder letztendliche Wiederherstellung Israels geben wird. But if you look at these verses, the restoration occurs only when Israel as a people and nation come to believe. Aber wir sehen aus diesen Versen, dass das erst dann geschehen wird, wenn Israel als gesamtes Volk, als Nation gläubig wird. But the modern Jewish state is not based upon returning to the land based upon faith. Aber wenn wir uns den modernen Staat Israel anschauen, dann ist diese Rückkehr basiert nicht darauf, dass das Volk Israel zum Glauben gekommen ist. So this perspective will be similar to the first one. Also diese Sichtweise hier hat einen gewissen Bezug zu der ersten Sichtweise. The modern Jewish state is only an accident of history. Nämlich, dass das ausgesagt wird, der moderne Staat Israel sei nur ein Zufall der Historie and does not fulfill any prophecy like the one we just read. Und erfüllt damit keinerlei Prophezeiung, so wie wir nicht diese Prophezeiung, wie wir sie gerade gelesen haben. We'll go to a second example in Isaiah chapter 27. Und wir schauen uns ein weiteres Beispiel an, Jesaja Kapitel 27. Jesaja 27. And we shall read verses 12 and 13. Jesaja 27 und wir lesen die Verse 12 und 13. Jesaja 27, 12 und 13. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr Ehren ausklopfen vom Euphratstrom bis an den Bach Ägypten, und ihr werdet zusammengelesen werden, einer nach dem anderen, ihr Söhne Israel. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn gestoßen werden, und die Verlorenen im Land Aschur und die Verlorenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten und auf dem heiligen Berg in Jerusalem. In Vers 12 he lays down both the northern border and the southern border of the promised land. Und in Vers 12 werden also die nördliche und die südliche Grenze des verheißenen Landes dargelegt. And the Jewish people one by one will come back to Israel as a believing people. Und wir sehen, dass das jüdische Volk, jeder einzelne wiederkommen wird nach Israel als ein gläubiges Volk. In Vers 13, they're coming for the purpose of worshiping the God of Israel. Und wir sehen in Vers 13, sie kommen, um den Gott Israels anzubeten. But here again, this is not based upon merely Zionism, but it's based upon faith. Und wir sehen hier die Grundlage, auf der das geschieht, ist nicht einfach nur der Zionismus, sondern Glaube. So the modern Jewish state does not fit this specific prophecy. Und wir sehen, der moderne Staat Israel passt nicht in diese Prophezeiung hinein. The third example would be in Ezekiel chapter 39. Und das dritte Beispiel sehen wir in Ezekiel Kapitel 39. The context begins in verse 25. Und der Kontext beginnt in Vers 25. But we shall read verses 27 through 29. Aber wir lesen nur die Verse 27 bis 29. Ezekiel 39, 27 bis 29. Wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt habe und mich so an ihnen als heilig erweise vor den Augen der vielen Nationen, und sie werden erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, da ich sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, sie aber wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr von ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, Herr. As we see here in verse 27, the restoration here is after Israel has undergone a sanctification.
Und wir sehen hier, dass eben diese Wiederherstellung Israels erst dann geschieht, wenn ein Heiligungsprozess durchlaufen wurde, wenn sie geheiligt worden sind. They recognize who is God indeed, and one by one begin to move back into Israel. Dass sie erkennen, wer der wahre Gott ist, und dass sie jeder Einzelne zurück nach Israel kehren. In verse 29, it comes the time when God has poured out His Holy Spirit upon the whole people of Israel. Und wir sehen in Vers 29, es wird eine Zeit kommen, wo Gott, der Herr, seinen Geist über das gesamte Volk Israel ausgießen wird. But modern Israel is very much a secular country. Aber der moderne Staat Israel ist ein sehr säkularer Staat. Those who practice traditional Judaism only number about 25-30% of the Jewish people. Und die, die also das traditionelle Judentum praktizieren, sind vielleicht 25-30% der Bevölkerung. And a great portion of Israeli society follows atheism. Aber der große Teil der israelischen Gesellschaft ist atheistisch geprägt. Certain segments of my family survived the Second World War. Und ja, einige Teile meiner Familie haben ja den Holocaust des Zweiten Weltkriegs überlebt. They grew up in very ultra-orthodox Judaism. Und sie sind ja groß geworden in sehr ultra-orthodoxen Judentum. As a result of the events of the Second World War and the Holocaust, they have become all atheists. Aber wegen der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust sind sie alle Atheisten, zu Atheisten geworden. They did return to Israel on the basis of Zionism, but not on the basis of any belief or faith. Also, sie sind zurückgekehrt nach Israel auf Grundlage des Zionismus, aber nicht auf Grundlage eines biblischen Glaubens. So these are three passages people often use to show that the modern state of Israel does not fulfill any prophecy. Und diese Bibelstellen, die wir gerade uns angeschaut haben, werden eben oft herangezogen, um zu belegen, dass der moderne Staat Israel keinerlei Erfüllung biblischer Prophetie darstellt. They certainly believe that there will be a future final restoration, but the modern state is not it. Und dann wird diese Sichtweise, die wir uns gerade angeschaut haben, die sagen halt, ja, es wird eine zukünftige Wiederherstellung Israel geben, aber der derzeitige Staat stellt das nicht dar. Then we have a third perspective about the modern Jewish state. Und dann haben wir noch eine dritte Sichtweise über den modernen jüdischen Staat. And this third perspective teaches that what we now see is the beginnings of the final restoration. Und diese dritte Sichtweise ist, dass gesagt, das, was wir jetzt wahrnehmen, was wir jetzt sehen, sind die Anfänge der letztendlichen Wiederherstellung. The Holocaust has been fulfilled in the tribulation prophecies. Und in the tribulation? The Holocaust was fulfilled in the tribulation. That's what they teach. Also da wird gelehrt, dass quasi der Holocaust sich in erfüllt, dass das die Trübsal darstellt, die Trübsalzeit. There's no future tribulation for the Jews. Und deswegen gibt es nach dieser Sichtweise keine zukünftige Trübsal für das jüdische Volk mehr. So every Jew must now pack up and move back to Israel. Und deswegen muss sich jetzt jeder Jude auf den Weg machen und nach Israel auswandern. In the Messianic congregation where I was a member when I lived in California. Und in der messianischen Gemeinde, wo ich ja Mitglied war, während ich in Kalifornien gelebt habe. Emissaries of this view have come in and told the Jewish believers they must pack up and move to Israel. Da gab es eben Leute, die kamen in die Gemeinde und die haben ihnen gesagt, ihr müsst jetzt alle eure Sachen packen und müsst nach Israel auswandern, weil ihr Juden seid. There's no future tribulation. Und ihnen wurde gesagt, es gibt keine zukünftige Trübsal. Again, the Holocaust fulfilled the tribulation prophecies. Denn der Holocaust hat diese Prophezeiung über die Trübsal bereits erfüllt. So all Jews must go back as soon as possible. Und deswegen müssen alle Juden so schnell wie möglich zurück. Emissaries came to the congregation I was a member of when I was living in California. Und diese Leute kamen halt in die Gemeinde, als ich in Kalifornien lebte. And when they challenged people teaching this, looking for a biblical basis. Und als sie dann die Leute herausgefordert haben, also quasi dann das anzunehmen, diese Lehre, hat man nach einer biblischen Grundlage dafür gesucht, gefragt, was ist die biblische Grundlage hierfür? The passage they used was Jeremiah chapters 50 and 51.
Und die, das, was sie benutzt haben, herangezogen haben, war Jeremia Kapitel 50 und 51. When the hour side pointed out, he's dealing with the return from Babylonia. Und dann haben wir herausgestellt damals, also da geht es in diesen Kapiteln um die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. The response was that when Jeremiah used Babylon, it was simply a symbol of the USA. Und dann wurde uns gesagt, ja, als also hier Jeremia von Babylon sprach, ist das nur symbolisch zu verstehen. Eigentlich sind damit die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint. And we pointed out, Jeremiah also talks about the Euphrates River. Und dann haben wir gesagt, ja, aber Jeremia spricht doch auch vom Euphrat. Der wird dort erwähnt. They claimed that when Jeremiah spoke about the Euphrates, he was using it as a symbol of the Mississippi River in the USA. Und dann wurde uns gesagt, ja, also wenn Jeremia von dem Euphrat spricht, ist das nur symbolisch gemeint für den Mississippi in den USA. So what we are now seeing is the beginnings of the final restoration. Und dann wurde uns gesagt, was wir jetzt sehen, ist der Anfang der Wiederherstellung Israels. Sometime during the process, the Jewish people will come to faith. Und irgendwann während dieses Prozesses der Wiederherstellung, so wird es gesagt, kommt das jüdische Volk zum Glauben. But there's no future persecution, no future Holocaust. Aber es gibt keine zukünftige Verfolgung und keinen zukünftigen Holocaust mehr. So these are three different perspectives out of the five that I mentioned. Und das sind also drei verschiedene Sichtweisen aus den fünf, die es insgesamt gibt. But what they miss is the Bible describes two different worldwide regatherings. Aber was diese drei Sichtweisen eben außer Acht lassen, ist, dass die Bibel von zwei weltweiten Rückführungen des jüdischen Volkes spricht. First, there is a worldwide regathering of Israel in unbelief in preparation for the judgment of the tribulation. Also zuerst kommt es zu einer weltweiten Rückführung des jüdischen Volkes im Unglauben, während sie noch im Unglauben sind, in Vorbereitung auf das Gericht, was über sie kommen wird. But then secondly, there'll be a worldwide regathering in faith in preparation for the blessings of the Messianic Kingdom. Und dann wird es noch zu einer weltweiten Rückführung des jüdischen Volkes kommen im Glauben, in Vorbereitung auf den Segen, den sie erfahren sollen im messianischen Reich. Now, in this study, we're not dealing with the second worldwide regathering in faith in preparation for the blessings of the Messianic Kingdom. Und in diesem Abschnitt, also heute wollen wir uns nicht mit dieser zweiten weltweiten Rückführung beschäftigen, die quasi im Blick auf das messianische Reich und den Segen geschehen wird. But before that, the Bible speaks of a worldwide regathering in unbelief in preparation for the judgment of the tribulation. Denn bevor das geschieht, spricht die Bibel eben vor einer weltweiten Rückführung im Unglauben, als Vorbereitung auf das Gericht, was das Volk treffen wird. So for now we need to think in terms of 3 + 1 + 3. Und wir müssen in Form von 3 + 1 + 3 denken. Well, now look at three other passages that speak of a different kind of worldwide regathering. Und wir schauen uns jetzt dazu drei andere Bibelstellen an, die von einer anderen Art der Rückführung sprechen als die wir uns gerade angeschaut haben. Which would be a regathering in unbelief in preparation for a special judgment. Nämlich eine Rückführung im Unglauben als Vorbereitung auf ein besonderes Gericht, was eintreffen wird. Then we'll go to plus one. Und dann schauen wir uns die Bibelstelle plus eins sozusagen an. Which will add some additional information about the present status of Israel prophetically. Und dann, das wird uns einige zusätzliche Einsichten geben, welche Stellung Israel derzeit innehält in der Prophetie. And then plus three more. Und dann eben noch einmal drei weitere Bibelstellen. Three major elements that are now in progress and in preparation for something to be fulfilled in the future. Nämlich drei Elemente, die jetzt schon im Entstehen sind oder sich entwickeln und die auf dieses zukünftige Gericht hinwirken. And this added plus three is going to be a state in which we see a transition from unbelief to faith.
Und da sehen wir, dass diese Elemente dazu dienen, dass es von einer Stellung des Unglaubens hinführt zu einer Stellung, wo das Volk zum Glauben kommt. So let's go to Ezekiel chapter 20. Schauen wir uns also Ezekiel Kapitel 20 an. We'll look at three passages that speak of a different kind of worldwide regathering. Wie gesagt, wir schauen uns drei Abschnitte an, die von einer anderen Art der Sammlung sprechen. A regathering in unbelief in preparation for judgment. Nämlich diese Sammlung im Unglauben in Vorbereitung auf das Gericht. So we shall read chapter 20, verses 33 to 38. Und wir lesen Kapitel 20, die Verse 33 bis 38. Kapitel 20, Ezekiel Kapitel 20, die Verse 33 bis 38. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich nicht mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm als König über euch herrschen werde. Und ich werde euch aus den Völkern herausführen und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm sammeln. Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen, um dort mit euch ins Gericht zu gehen, von Angesicht zu Angesicht. Wie ich mit euren Vätern ins Gericht gegangen bin in der Wüste des Landes Ägypten, ebenso werde ich mit euch ins Gericht gehen, spricht der Herr. Und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empören und die mit mir brachen. Und ich werde sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen, aber in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Here Ezekiel describes the regathering of the Jewish people, but in a state of unbelief. Und hier sehen wir, wie Ezekiel von einer Rückführung des jüdischen Volkes spricht, aber in einem Zustand des Unglaubens. And God will bring Jewish people back into the land from different parts of the world. Und bringt jetzt das jüdische Volk zurück in das Land aus unterschiedlichen Teilen der Welt. But at some point he will enter into judgment with the initial restoration. Und an einem bestimmten Punkt wird mit ihnen ins Gericht gehen während dieser ursprünglichen Rückführung. In verses 37 and 38, there'll be a purging of the unbelievers within the people that have come back. Und wir sehen in Vers 37 und 38, dass es zu einem Reinigungsprozess, zu einem Läuterungsprozess kommt, dass die Ungläubigen hinweggeläutert werden aus dem Volk. But eventually, those who survive will come to a national faith. Aber diejenigen, die überleben, werden dann schließlich als gesamtes Volk gläubig werden. And that will lead to the second worldwide regathering in faith in preparation for the Messianic Kingdom. Und das wird dann zu einer zweiten weltweiten Rückführung führen, und die geschieht dann im Glauben, als Vorbereitung auf den Segen, den sie erhalten im messianischen Reich. This prophecy is different than the first three prophecies we read. Und diese Prophetie, die wir hier lesen, unterscheidet sich in ihrer Aussage von denen, die wir vorher gelesen haben. They regathered back into the land in a state of unbelief. Also hier werden sie zurückgeführt in das Land in einem Zustand des Unglaubens. And eventually a judgment will come that will lead to Israel's national salvation. Und dann wird es irgendwann zu einem Gericht kommen, zu einem bestimmten Gericht, was zur nationalen Errettung Israels führen wird. Let's go to chapter 22. Und jetzt schauen wir uns Kapitel 22 an, Ezekiel 22. The first prophecy was a regathering in the land in general. Die erste Prophetie bezog sich auf eine Sammlung in das Land im Allgemeinen. But now we see a regathering more specifically in the city of Jerusalem. Und jetzt sehen wir eben eine genauere Sammlung, nämlich die Sammlung oder Rückführung in die Stadt Jerusalem. We'll read chapter 22, verses 17 through 22. Und wir lesen Kapitel 22, die Verse 17 bis 22. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, das Haus Israels ist für mich zu Schlacken geworden. Sie alle
sind Kupfer und Zinn und Eisen und Blei im Schmelzofen, Silberschlacken sind sie geworden. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil ihr alle zu Schlacken geworden seid, darum, siehe, werde ich euch in Jerusalem zusammentun. Wie man Silber und Kupfer und Eisen und Blei und Zinn in einem Schmelzofen zusammentut, um Feuer darunter anzublasen, um es zu schmelzen, so werde ich euch in meinem Zorn und in meinem Grimm zusammentun und euch hineinlegen und schmelzen. Und ich werde euch sammeln und das Feuer meines Grimms gegen euch anblasen, dass ihr darin geschmolzen werdet. Wie Silber im Ofen zerschmolzen wird, so werdet ihr mitten in ihm geschmolzen werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, meinen Grimm über euch ausgegossen habe. Here it describes a regathering focusing on Jerusalem. Und hier sehen wir von einer Rückführung, von einer Sammlung die Rede, die sich auf Jerusalem konzentriert. It's a regathering in unbelief. Aber wir sehen auch, dass es eine Sammlung im Unglauben ist. They are filling the altar of the impurities. He lists in verse 18. Und wir sehen, dass hier von Unreinheiten die Rede ist, die in Vers 18 aufgezeigt werden. And the time will come that God will render judgment upon the nation. Und wir sehen, dass es zu einer Zeit kommen wird, wo Gott sein Gericht über das Volk ausgießen wird. In verses 20 and 21. In Versen 20 und 21. And finally in verse 22, those who survive will come to faith. Und wir sehen in Vers 22 schließlich, dass diejenigen, die überleben, zum Glauben kommen. But again, he deals with a regathering in unbelief in preparation for judgment. Aber wiederum, hier geht es um eine Sammlung, um eine Rückführung im Unglauben, in Vorbereitung auf das Gericht. Let's look at one of the minor prophets, Zephaniah chapter 2. Und jetzt schauen wir uns einen der kleinen Propheten an, Zephaniah Kapitel 2. The first chapter of Zephaniah describes what he calls the day of Yahweh, the day of the Lord. Pardon? The first? In chapter 1. In Kapitel 1 von Zephaniah. He describes the time called the day of Yahweh, the day of Jehovah, the day of the Lord. Da wird eben dieser Begriff beschrieben, der Tag Jahwes, der Tag des Herrn. This is the most common term for what we now call the tribulation. Das ist der bekannteste Begriff für das, was wir heute als die Offenbarung bezeichnen, Trübsal bezeichnen, Entschuldigung. And chapter 1 describes what a terrible time this will be for the people of Israel. Und Kapitel 2 beschreibt dann, was das für eine schreckliche Zeit für das Volk Israel ist. But then he mentions a regathering that will occur in unbelief. Aber dann wird hier eben von einer ist hier die Rede von einem von einer Sammlung im Unglauben. We shall read chapter 2 verses 1 and 2. Und wir lesen die Verse, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Da heißt es, rafft euch zusammen, rafft euch auf, du Nation, die nicht nach Gott verlangt, bevor der Ratschluss sich verwirklicht. Wie Spreu geht der Tag vorüber, bevor die Zornesglut des Herrn über euch kommt, bevor der Zornestag des Herrn über euch kommt. Now the most common biblical term for the tribulation is called the day of Yahweh, the day of Jehovah. Also der bekannteste Begriff für die Zeit der Trübsal ist der Tag des Herrn oder der Tag Jahwes. That's the term that is used in both the Old and New Testaments. Das ist ein Begriff, der sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament gebraucht wird. And again, chapter 1 of Zephaniah describes what a terrible time that will be. Und wie gesagt, im ersten Kapitel von dem Propheten Zephaniah wird beschrieben, was für ein furchtbarer Tag oder was für eine furchtbare Zeit das sein wird. But chapter 2 this tells us what will happen before the coming of the day of Jehovah. Aber im Kapitel 2 wird uns eben gesagt, was geschieht, bevor dieser Tag des Herrn eintritt. And three times in some translations four times you see the word before. Und dreimal und in einigen Übersetzungen sogar viermal sehen wir das Wort hier bevor. Before what? Bevor was?
Before the day of Jehovah, before the tribulation hits. Also bevor der Tag des Herrn kommt, bevor die Trübsal kommen wird. There will be a period of time they'll suffer the tribulation. Und es wird eine Zeit geben, wo das Volk leiden muss während der Trübsal. And in Zechariah chapter 13, 2/3 of the Jewish population will be killed. Und wir sehen in Zechariah Kapitel 13, dass 2/3 der jüdischen Bevölkerung während der Trübsal sterben werden. Only 1/3 will survive, but they become the people of the national salvation of Israel. Und 1/3 des Volkes wird überleben, und das ist das Drittel, was ja zum Glauben kommt. Der gesamte Rest wird zum Glauben kommen, und dann wird es eine gläubige Nation sein. So these are three examples that differ from the first three passages we read. Und das sind also Beispiele hierfür, wo wir sehen, dass die Prophezeiung sich eindeutig unterscheidet von den ersten drei Stellen, die wir gelesen haben. So there's two different worldwide regatherings. Wir sehen also, es gibt zwei verschiedene weltweite Rückführungen. One in unbelief, which is being fulfilled at the present time. Eine im Unglauben, das ist das, was sich derzeit erfüllt und erfüllt hat. And then this one says describe a regathering in unbelief for the future. Und das sind halt diejenigen, die von einer oder das sind diese Bibelstellen, die wir gerade gelesen haben, wo von einer Sammlung im Unglauben die Rede ist, die zukünftig stattgefunden hat, die wir jetzt erleben. The modern state of Israel does fulfill these prophecies, which speak of a regathering in unbelief. Und wir sehen, dass der moderne Staat Israel sehr wohl diese Prophetien erfüllt, wovon einer Sammlung im Unglauben die Rede ist. None of these are relevant to the description we saw of the final restoration when they come back in faith. Aber keine davon erfüllt diese Schriftstellen oder bezieht sich auf die Schriftstellen, die wir gesehen haben, dass das Volk Israel am Ende der Zeiten im Glauben zurückkommen wird. Now we go to the plus one. Und jetzt gehen wir und schauen uns diese eine weitere Bibelstelle an. And let's look at Isaiah chapter 11. Und wir schauen uns Jesaja Kapitel 11 an. Here we see the fourth perspective. Und hier sehen wir die vierte Sichtweise. Jesaja Kapitel 11. And we shall read chapter 11, verses 11 and 12. The whole context is chapter 11, verse 11 through chapter 12, verse 6. Der gesamte Zusammenhang ist hier Kapitel 11, Vers 11 bis Kapitel 12, Vers 6. Das wäre der Gesamtkontext. We shall read Isaiah 11, verses 11 and 12. Aber wir lesen aus Kapitel 11 nur die Verse 11 und 12. Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand erheben, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen. Aus Aschur und Ägypten, aus Patros und Kusch, aus Elam, China und Hamat und von den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Now again, we talk about two different worldwide regatherings. Und nochmal, wir sprechen ja von zwei verschiedenen weltweiten Rückführungen. What's described in chapter 11 and 12 is the final worldwide regathering in faith in preparation for the blessings of the kingdom. Und was hier in Kapitel 11, Verse 11 und 12 von Jesaja beschrieben wird, ist diese letztendliche, diese endgültige Rückführung im Glauben, im Bezug auf den Segen. Now he numbers the last worldwide regathering in faith as the second one. Und hier wird eben diese zweite Rückführung im Glauben oder wird diese Rückführung im Glauben als die zweite bezeichnet. There are those who teach that we can see several worldwide regatherings of the Jewish people. Und es gibt ja solche, die sagen, es gibt zwei Rückführungen des jüdischen Volkes. So we cannot be sure that the modern state of Israel fulfills the prophecies of a regathering in unbelief. Wir können also nicht sicher sein, dass der moderne Staat Israels
wirklich die Erfüllung einer Sammlung im Unglauben ist, sagen diese Leute. Vers 11 shows there can only be two worldwide regatherings and no more. Und hier in Vers 11 sehen wir eben oder erkennen wir, dass es nur zwei weltweite Sammlungen geben wird und nicht drei oder vier. So if the last one is the second one and also the final one. Wenn also die zweite gleichzeitig die letzte oder endgültige ist. How many more can you have before that one? Wie viele kann man dann vorher haben? In other words, this prophecy limits the worldwide regatherings of the Jews on the two occasions. Und anhand dieser Bibelstelle können wir sagen, dass es eben nur zwei weltweite Sammlungen oder Rückführungen geben wird. And the first one is what we are now seeing with the modern Jewish state. Und die erste ist eben die, die wir jetzt in dem modernen jüdischen Staat heute sehen. Regathering in unbelief in preparation for a future judgment. Nämlich eine Sammlung im Unglauben in Vorbereitung auf das zukünftige Gericht. And then will come a second worldwide regathering, which is the final one, which is in preparation for the kingdom. Und dann sehen wir, dass es eben eine weitere weltweite Sammlung oder Rückführung geben wird für den Segen, für das messianische im Blick auf das messianische Reich. So, this fourth perspective only provides for two worldwide regatherings and not more than two. Und wir sehen also, diese vierte Perspektive, diese vierte Sichtweise lässt nur zwei weltweite Rückführungen zu und nicht mehr als diese. So there was two, there was the three plus one, now we go to the second plus three. Also das waren drei plus eins und jetzt kommen wir zu den drei weiteren Bibelstellen. Let's turn to Daniel chapter 9. Und jetzt schauen wir uns Daniel Kapitel 9 an. Daniel 9. We shall discuss the verses 24 through 27 at a different occasion. Und wir werden uns zu einer anderen Gelegenheit die Verse 24 bis 27 noch genauer anschauen. The main verse right now is to read verse 27. Aber im Moment geht es nur um den Vers 27. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf den Flügeln von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Now the event that starts the tribulation is not the rapture of the church. Also der Auslöser, das Ereignis, was die Trübsal auslöst, ist nicht die Entrückung der Gemeinde. The rapture will precede the tribulation, but we do not know when before the tribulation. Also wir wissen, dass die Entrückung vor der Trübsal stattfindet, aber wir wissen nicht wann genau oder wie lange vor der Trübsal. But what starts the tribulation is the first sentence of verse 27. Was die Trübsal aber auslöst, ist der erste Teil hier, der erste Satzteil im Vers 27. He shall make a firm covenant with many for 1:7. Und er wird stark machen, einen Bund für die vielen, eine Woche lang. The pronoun he goes back to its narrowest antecedent. Und dieser Bezug hier, er, bezieht sich halt auf den nächsten Belegpunkt, den vorherigen Bezugpunkt. That's in verse 26. Das finden wir in Vers 26. The prince that shall come. Der kommende Fürst, von dem die Rede ist hier. So the prince of verse 26 and the he who makes the covenant in verse 27 is the one and the same individual. Also der kommende Fürst aus Vers 26 und der er hier in Vers 27, das sind ein und die gleiche Person. And this is what we now call the Antichrist. Und das ist die Person, die wir heute allgemein als Antichrist bezeichnen. And so the tribulation begins with the signing of a specific seven-year covenant. Und die Trübsal beginnt also mit der Unterzeichnung eines oder mit der Besiegelung eines bestimmten Bundes. It's the signing of this covenant that will trigger the tribulation. Und diese Besiegelung oder das Unterzeichnen des Bundes oder des Vertrages wird die Trübsal
auslösen. Das ist oder den Beginn kennzeichnen. The rapture will simply come sometime before the signing of this covenant. Und die Entrückung wird irgendwann vor der Unterzeichnung dieses Bundes geschehen. So the fact that the covenant has to be signed before the tribulation can begin. Also die Tatsache, dass der Bund unterzeichnet oder besiegelt werden muss, bevor die die Trübsalzeit beginnen kann. That shows that Israel must exist before the covenant could be signed. Das zeigt uns, dass Israel ja schon existieren muss, damit dieser Vertrag oder dieser Bund überhaupt geschlossen werden kann. So two things must occur before the signing of this covenant. Also zwei Dinge müssen geschehen, damit dieser Bund überhaupt geschlossen werden kann. There must be a Jewish state with a Jewish government that can sign such a covenant. Zunächst einmal muss es einen jüdischen Staat geben mit einer jüdischen Regierung, die überhaupt autorisiert ist, einen solchen Vertrag oder Bund zu schließen. And that is already in place. Und das sehen wir heute, das ist bereits vorhanden. But the second event is that the Antichrist must already be in high political authority before the covenant could be signed. Aber der zweite Aspekt ist ja, dass der Antichrist eine so hohe politische Stellung innehaben muss, dass er befugt ist, so einen Vertrag zu schließen. And this is not yet in place. Und das ist heute noch nicht der Fall, noch nicht gegeben. So the first corollary evidence is the signing of the covenant, which is in process, but not yet in force. Und wir sehen also den ersten Belegpunkt, den wir hier haben, ist, dass es eine Regierung gibt, die in der Lage ist, eine israelische Regierung, die in der Lage wäre, einen Vertrag zu unterschreiben oder einen Bund zu schließen, der aber noch nicht existiert. Now, not the second plus three is the rebuilding of the Jewish temple, which will become the third temple in Jewish history. Und das der zweite Element hier von den drei Elementen ist der jüdische Tempel, der existieren muss, den es heute noch nicht gibt. And verse 27 was already read and involves a temple standing that will be abominated. Und wir sehen eben, dass hier dieser Tempel in Vers 27, dass der Tempel, der stehen wird, dass da einmal die Schlachtopfer aufhören werden und dass dieser Tempel verwüstet oder entweiht wird. Now we'll correlate this with three other passages. Und wir können das zusammenführen mit drei anderen Bibelstellen, die sich darauf beziehen. And the next one is Matthew chapter 24. Eine davon ist Matthäus Kapitel 24. And we'll read verses 15 and 16. Matthäus 24, die Verse 15 und 16. Matthäus 24, Verse 15 und 16. Und wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen sieht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Now let's go to a third passage, 2 Thessalonians chapter 2. Und wir schauen uns einen weiteren Abschnitt an, 2. Thessalonicher 2. We shall read verses 3 and 4. 2. Thessalonicher 2 und wir lesen die Verse 3 und 4. Zweite Thessalonicher 2, Verse 3 und 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. And the last passage will be Revelation 11. Und der letzte Abschnitt ist Offenbarung, Kapitel 11. Offenbarung 11. Verses 1 and 2. Die Verse 1 und 2. Offenbarung 11, Verse 1 und 2.
Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten. 42 Monate. One and two, not three. This is one and two. These four passages describe an event that will occur right in the middle of the 7 years of tribulation. Und diese Bibelstellen zeigen uns jetzt hier ein Ereignis auf, was während der Mitte der Trübsal stattfinden wird. And this requires the retaking of the Jewish temple. Und das setzt voraus, dass der Tempelberg wieder neu in Besitz genommen wird durch das jüdische Volk. At some point the temple must be rebuilt. Und dass irgendwann der Tempel an irgendeinem Zeitpunkt wieder gebaut werden muss. And the sacrifices of the Mosaic law will then be reinaugurated. Und dann werden die Opfer des mosaischen Gesetzes wieder neu eingeführt werden. Will not be sanctioned by God according to Isaiah 66. Und es wird aber von Gott nicht wohl geheißen laut Jesaja Kapitel 66. Now the Six-Day War back in 1967 prepared the ability to be able to build the temple. Und der Sechstagekrieg im Jahre 1967 hat die Möglichkeit geschaffen, dass der Tempel wieder gebaut werden könnte. Israel became a state in 1948. Israel wurde ja ein Staat 1948. But Temple Compound was not in Israeli territory. Aber der Tempelberg lag nicht auf israelischem Gebiet zu diesem Zeitpunkt. It's under the authority of the government of Jordan. Sondern er unterstand der Autorität oder der Regierung Jordaniens. In 1967 came a war called the Six-Day War. Und 1967 kam es dann zum sogenannten Sechstagekrieg. Only then did Israel have sovereignty over the entire east bank of the Jordan River, including East Jerusalem. Und da war eben erst zu diesem Zeitpunkt hatte dann Israel die Kontrolle gewonnen über das Ostufer des Jordans und das bezog eben auch Ost-Jerusalem mit ein, dass das unter der Herrschaft Israels stand. Again, Israel did become a state in 1948. Also nochmal, Israel war ja 1948 war die Staatsgründung Israels. Es gab einen jüdischen Staat. They had no sovereignty over the biblical Jerusalem, the old city. Aber dieser Staat hatte keinerlei Autorität. Das gehörte nicht zu seinem Territorium. Das biblische Jerusalem, also die Altstadt Jerusalems, war nicht Teil des Staates Israels. Israel gained sovereignty only in 1967 with the Six-Day War. Diese Autorität über das biblische Jerusalem, die Altstadt, wurde erst erreicht durch den Sechstagekrieg 1967. Only now was it possible to rebuild the Jewish temple. Also nur jetzt, ab jetzt war es überhaupt theoretisch möglich, den jüdischen Tempel wieder zu bauen. But we know someday will be rebuilt. Und wir wissen, dass er eines Tages gebaut werden wird. As to the question of when, we only have two options. Und die Frage, wenn die jetzt gestellt wird, wann wird das sein, haben wir nur zwei Möglichkeiten. The temple may be rebuilt in the first half of the tribulation. Es kann sein, dass der Tempel während der ersten dreieinhalb Jahre der Trübsal gebaut wird. It could also be rebuilt even before the tribulation starts. Oder er wird schon gebaut, bevor die Trübsal überhaupt beginnt. We cannot make it more exact than that. Also genauer können wir es nicht irgendwie eingrenzen. But the prophecy requires a Jewish control over the temple, and the temple is not yet rebuilt. Aber es wird vorausgesetzt eben, dass Israel überhaupt das Territorium des Tempelbergs im Besitz hat. Das ist der Fall, aber der Tempel ist heute noch nicht gebaut. But the Six-Day War in 1967 prepared for the possibility of that to happen. Aber der Sechstagekrieg noch einmal hat die Voraussetzungen geschaffen, dass es überhaupt möglich ist. That raises two questions. Und das bringt uns wiederum zu zwei Fragen. What happened to the Ark of the Covenant? Nämlich, was ist mit der Bundeslade geschehen?
The Ark of the Covenant did not survive the Babylonian destruction of the first temple. Die Bundeslade hat die babylonische Zerstörung des ersten Tempels nicht überlebt. But the Ark of the Covenant itself is not necessary for the forgiveness of sin and the sprinkling of the blood. Aber die Bundeslade ist nicht notwendig, damit es zur Sündenvergebung kommen kann und damit das Blut ins Allerheiligste gebracht werden und dort gesprengt werden darf oder kann. In certain circles of the evangelical Christianity, they feel they have to find it. Aber in bestimmten Bereichen des evangelikalen Christentums meint man, man muss die Bundeslade um jeden Preis finden. And so Jewish people not searching for the Ark of the Covenant, but their Christian groups searching for the Ark of the Covenant. Also jüdische Gruppierungen suchen nicht nach der Bundeslade, aber christliche Gruppierungen sehr wohl. They feel the prophecy cannot be fulfilled till they find the Ark of the Covenant. Und sie meinen halt, dass sich diese Prophezeiung, dass der Tempel gebaut wird, nicht sich eher erfüllen kann, bevor die Bundeslade gefunden wird. But God did sanction the second temple when the Jews returned from Babylonian captivity. Aber Gott hat den zweiten Tempel geweiht und hat ihn quasi gebilligt, als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen. And the second temple survived for 6 centuries. Und dieser zweite Tempel hat ja 6 Jahrhunderte überlebt. And what they did was take the foundation stone of the first temple. Und was sie gemacht haben, ist eben, dass sie den Grundstein des ersten Tempels genommen haben. They put that foundation stone inside the new Holy of Holies. Und dieser Grundstein wurde in das Allerheiligste gebracht. And that is what the blood would be sprinkled upon if it existed. Und auf diesen Grundstein würde das Blut gesprengt werden, wenn es wieder einen Tempel geben würde. And the second temple existed for 6 centuries with no Ark of the Covenant. Also wenn der zweite Tempel 6 Jahrhunderte ohne Bundeslade existieren konnte. And blood was sprinkled upon the foundation stone from the first temple. Und damals war es eben auch möglich, dass das Blut einfach auf den Grundstein gesprengt wurde. Another question is, what do we do with the red heifer offering? Eine weitere Frage ist das, was ist denn mit dem Opfer der roten Kuh oder mit der Asche der roten Kuh? The priests were descendants of Aaron, the brother of Moses. Und die Priester sind ja Nachkommen Aarons, des Bruders von Mose. And therefore they would need to have the, be able to sprinkle the blood of the red heifer before any priest could function in a new temple. Und da muss eben jeder Priester mit der Asche der roten Kuh, der geopferten roten Kuh, gereinigt werden, besprengt werden, damit er überhaupt geweiht wird, um als Priester seinen Dienst auszuführen. Üben zu können. Now the laws of the red heifer are found in Numbers chapter 19. Und die Beschreibung, was nötig ist für diese Opferung der roten Kuh, finden wir in 4. Mose 19. So they will have to have a red heifer that they can use to inaugurate the ability to sprinkle with the blood and the water upon the new priesthood. Und sie müssen also eine rote Kuh haben, um diese Asche der roten Kuh mit Wasser zu mischen, um dort den Priester damit zu besprengen und ihn damit zu weihen, damit er seinen Dienst ausführen darf im Tempel. In the Torah, the Mosaic law simply says it has to be primarily a reddish brown cow. Also wenn wir uns die Torah die 5 Bücher Mose anschauen, ist diese rote Kuh eigentlich nur eine Kuh, die eine rötliche Farbe haben muss, also vorwiegend ein rötliches Fell. But rabbinic law makes it more stringent. Aber das rabbinische Gesetz hat das dann weiter eingeschränkt. This cow has to be born in Israel. Diese Kuh muss in Israel geboren sein. It cannot have more than 2 white hairs or 2 black hairs. Und sie darf nicht mehr als 2 weiße oder schwarze Haare in dem gesamten Fell haben. There was a Texan rancher that sent perfect red cows to Israel. Und es gab ja einen texanischen Farmer, der
vollkommen rot gefärbte Kühe nach Israel geschickt hat. However, these cows cannot be used, though they were perfect red heifers. Aber diese Kühe können nicht gebraucht werden für das Opfer, obwohl ihr Fell vollständig rot ist. Such a cow has to be born in Israel, it cannot be born in Texas. So eine Kuh muss eben in Israel geboren sein und nicht in Texas. It must be a Jewish cow, it cannot be a Gentile cow. Also es muss eine jüdische Kuh sein und darf keine nicht-jüdische Kuh sein. So using generic engineering, they've been trying to produce this perfect red heifer, have not been successful so far. Sie haben dann mit Gentechnik versucht, diese ja, vollkommen rötlich gefärbte Kuh zu erzeugen. Das hat bis jetzt nicht funktioniert. But this is what they're trying to do. Aber das ist das, was sie im Moment versuchen zu tun. Okay, let's talk about the last point, and that's Gog and Magog. Schauen wir uns den letzten Punkt an. Da geht es um Gog und Magog. We go back to Ezekiel, this time chapter 38. Und jetzt schauen wir uns Ezekiel Kapitel 38 an. Ezekiel Kapitel 38. So chapter 38, verse 1 to chapter 39, verse 16. Von Kapitel 38, Vers 1 bis Kapitel 39, Vers 16. This is dealing with the invasion of Gog and Magog. Das ist dieses Ereignis der Invasion von Gog und Magog nach Israel. And this is an invasion that's not yet occurred. Und das ist eine Invasion, ein Überfall, der noch nicht stattgefunden hat. It's not my purpose to go through the whole passage. Es ist jetzt nicht mein Ziel, heute Abend den gesamten Abschnitt anzuschauen. Not to list all the definitions involved in this campaign. Und auch nicht, dass wir uns alle Nationen anschauen, die an diesem Feldzug beteiligt sind. Only in so far as how it's relevant to Bible prophecy and the modern Jewish state. Nur insoweit, wie es eben sich auf die Prophetie im modernen Staat Israel bezieht. We should notice two things. Wir sollten zwei Dinge hier beachten. Let's first of all read chapter 38, verse 8, and then verse 12. Wir lesen zunächst einmal Kapitel 38, Vers 8 und dann Vers 12. Da heißt es in Vers 8, nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden am Ende der Jahre und sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt und aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden waren, das ist aus den Völkern herausgeführt worden und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Und Vers 12, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand gegen die wiederbewohnten Trümmerstätten und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt worden ist, das Viehbesitz und andere Habe hat, Leute, die den Mittelpunkt der Erde bewohnen. What he's describing is an Israel that's been regathered in unbelief. Was hier beschrieben wird, ist eben ein Israel, was im Unglauben gesammelt wurde. And such a state now does exist. Und dieser Ort existiert heute. And this invasion of Gog and Magog is coming to against a state that is still a state in unbelief. Und diese Invasion von Gog aus Magog kommt eben zu einem Israel, was noch in einem ungläubigen Zustand ist. It required a Jewish state to exist before this could happen. Und das setzt voraus, dass es einen jüdischen Staat geben muss, bevor das geschehen kann. And this prophecy could not be fulfilled before 1948. Und diese Prophezeiung konnte sich halt nicht erfüllen vor 1948, weil dort vorher gab es keinen jüdischen Staat. So this army will eventually penetrate Israeli defenses. Und diese Armeen hier, die werden die israelische Verteidigung überwinden. Only when the invading army gets to a certain locality in Israel will God begin to intervene. Und erst wenn diese Armeen an einem bestimmten Ort gelangt sind in Israel, wird Gott eingreifen. So read chapter 39, verse 2. Und wir schauen uns Kapitel 39, Vers 2 an.
Kapitel 39, Vers 2. Und ich werde sie herumlenken, ich werde dich herumlenken und dich gängeln und dich hinaufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Then he adds in verse 4, you shall fall upon the mountains of Israel. Und dann wird eben in Vers 4 hinzugefügt, auf den Bergen Israels wirst du fallen. This is the mountains of Israel, it was referred to as the West Bank. Die Berge Israels ist das, was als die Westbank heute bezeichnet wird. And Israel did not have sovereignty over the entire West Bank area. Und Israel hatte eben 1948 noch nicht die, die Autorität über die gesamte Westbank. Israel had only 5% of the mountains of Israel, but 95% were under Jordanian sovereignty. Damals waren eben nur 5% der Berge Israels unterstanden jüdischer oder israelischer Herrschaft, die anderen 95% unter jordanischer. And the fact that they're moving down the mountains of Israel shows that the army is intending on capturing Jerusalem. Und wir sehen hier die Tatsache, dass sie sich über die Berge Israels hinabbewegen, dass ihr Ziel ist, Jerusalem zu erobern. This prophecy could not be fulfilled before 1967 either. Und diese Prophezeiung konnte sich also vor 1967 gar nicht erfüllen. But the prophecy will ultimately be fulfilled. Aber diese Prophezeiung wird sich letztendlich erfüllen. But has not been fulfilled just yet. Aber bis jetzt eben noch nicht. But ultimately, these are prophecies that will find fulfillment. Aber das sind alles Prophezeiungen, die sich erfüllen werden. So you should keep in mind, prophecies never fulfilled only approximately. Und wir sollten halt immer auch im Auge behalten, dass sich Prophezeiungen oder Prophetien nie nur so ungefähr irgendwie erfüllen. Any prophecy that needs to be fulfilled must be fulfilled in its entirety. Sondern jede Prophezeiung oder jede Prophetie muss sich in ihrer Gesamtheit erfüllen. So as we see these prophecies, as slowly is God moving towards the fulfillment of these prophecies that we dealt with. Und wir sehen eben, dass die Prophezeiungen, die wir schon gesehen haben, sich manche erfüllt haben. And ultimately we'll find these prophecies fulfilled in God's own timetable. Und die anderen noch ausstehen werden dann eben in Gottes Zeitplan sich erfüllen. And that should give us some divine witnessing to us who are members of the body of the Messiah. Und das sollte uns divine some divine or witness for us who are part of the body of the Messiah, the church. If we see fulfill Israel, we can trust him fulfill the prophecies about the church. Und wenn wir also sehen, wie Gott treu ist, seine Verheißungen an Israel zu erfüllen, können wir als Gemeinde sicher sein, dass er auch die Verheißungen, die er uns gegeben hat, in gleicher Weise und in gleicher Treue erfüllen wird. I hope that the hope does not lie in what who the Antichrist will be. Also our faith is not in the fulfillment of what will happen with Israel. Also unser Glaube gründet sich nicht darauf, was mit Israel geschehen wird. Our blessed hope is looking for the rapture of the church. Und wir warten auch nicht auf den Antichristen, sondern unsere gesegnete Hoffnung oder glückselige Hoffnung ist, dass wir auf die Entrückung der Gemeinde warten. So our present hope is for the rapture to occur when we will be caught up or resurrected to meet the Lord in the air. Und unsere Hoffnung ist eben, dass die Entrückung stattfinden wird, wo der Herr sich zu uns holen wird und wir ihn in den Wolken entgegengerückt werden. So shall we ever be with the Messiah and with the Lord. Und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn, bei dem Messias sein. So that is our blessed hope and that should be our focus and not who the Antichrist will be. Und das ist eben unsere glückselige Hoffnung, die wir haben, und nicht fragen, wer wird der Antichrist sein? Sila. Selah.